Hallöchen Leute, da bin ich wieder, Conny von Panikhuzentur mit einer neuen Aufnahme von Call of Duty Advanced Warfare. Sentinel 2-3, das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Das wenn Aliens irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Soweit ich weiß. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen. Also das hat, wir haben das auf jeden Fall gespielt. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Ich weiß jetzt nicht direkt, wo wir aufgehört hatten in der Aufnahme. Sind wir aus der Höhle nach raus, aus der Eishöhle? Das weiß ich gerade gar nicht. Ah, okay. Absturz. Nächste Mission. Das ist Manticore. Ein biologischer Wirkstoff, der auf spezielles Erbgut abzielt. Wenn deine DNS-Signatur nicht in der Atlas-Datenbank steht, bist du tot. Das heißt, wenn er das Zeug im Kampf freisetzt, überleben seine Leute und wir sterben? Genau, der Kontakt mit nur einer Spore ist tödlich. Schutzanzüge sind nutzlos. Ist es einsatzfähig? Keine Ahnung. Aber wir haben hier diese Probe von ihm. Also könnte er es auch schon industriell produzieren. Wenn ja, brauchen wir die Infos. Wann und wie? Nur so können wir Ions aufhalten. Das Problem ist, Atlas hat Dutzende Standorte für Massenproduktion. Bis wir den richtigen finden... Gideon kennt den Standort. Du sagst, du vertraust ihm? Wir brauchen ihn für die Mission. Wir haben keine Wahl. Das Ziel ist eine alte Holzfabrik in Bulgarien. Wir schließen dann am Treffpunkt mit Cormac und seinen Leuten auf. 3 Minuten bis zum Ziel. Du hattest recht wegen Eins. Ich muss es wohl akzeptieren. Besser jetzt als nie. Wenn du nicht wärst, würden wir noch im Dunkeln tappen. Wie in alten Zeiten, ne? Okay. Wir weiter 5-3. Schiff getroffen. Atlas ELP. Fuck! Exos versagt. System frei. Wir gehen runter. Festhalten! Komm! Spring! Okay. Die Action am laufenden Bande hier in dem Game. Biolabor in Bulgarien. Exotype Specialist. Aktiv. Okay, Tarnung. Ah, Tarnung. Geiler Scheiß. Okay. Gideon. Da sind sie! Beeilung! Ist das Feind? Weiß ich nicht. Nicht in das Schussfeld des Scharfschützen! Wo ist denn der hässliche Scharfschütze? Das wäre mir schon mal sehr behilflich. Los. Ich kann doch, ich renn doch, Mann. Hey! Erstmal runtergeslidet. Also wir haben jetzt natürlich keine Waffen. Die Frage ist jetzt, ob unser Exo jetzt funktioniert. Achso, der wird einfach nur auf die andere Seite. Okay. Also, Exo fährt noch hoch. Ah, okay, Exo fährt noch hoch. Dann reißt dein Heli. Komm schon! Hierauf! Ah, okay, gut. Bewegung! Linke Maus. Ja, ich geb alles, Mann. Warte! Komm schon. Na komm! Exo bereit. Tarnung. Die 4 für die Tarnung. Verdammt, sie hat dich gehört.
Vielleicht sollte ich nächstes Mal einfach getarnt bleiben. Ich dachte, ich wollte jetzt einfach mal die Batterie schonen. Aber wir können los. Visier auf meine Signatur synchronisieren. Sein Feind nähe langsam. Sie dürfen dich nicht hören. Drohne, nicht bewegen. Okay, die Batterie lädt sich sogar auf. Wie lange soll ich hier noch stehen bleiben? Ah. Also los. Auf die Energiezellen achten. Bewegung leert sie. Ah, okay. Bewegung leert sie. Patrouille nähert sich. Übernimm den vorne. Hier, Victor 7. Jetzt langsam. Was ist mit dem anderen? Ich wollte gerade sagen. Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Kingpin, hier ist Sentinel-2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht, benötigen sofortige Evakuierung. Negativ, Sentinel-2-1. Tun Sie sich mit Sentinel-2-3 zusammen. Verstanden. Alte Scheiße. Zu viel Aktivität. Rechts flankieren. Ich bin in der Tür. Mehr oder weniger. Jetzt noch Herzschlagsensoren. Moment, lade auf. Cormac und Nox sollten schon am Treffpunkt sein. Bewegung. Zwei im Fahrzeug. Sturmladung platzieren. Erledigen wir sie schnell. Wow. Übernimm den Passagier. Ich dachte schon gerade, hier, der wird mich sehen durch die Lampe. Spitze. Also eine Sturmladung ist echt schon cool, ne? Also das muss man echt schon sagen. Das ist wohl... Klar, während da oben einer mit der Taschenlampe rumhantiert, laden wir immer unsere Tarnung auf. Genau. Das erinnert mich irgendwie gerade hier, was wir hier gerade machen, mit den generell mit den Anzügen. Irgendwie auch so ein bisschen an Crysis 3, weil... Crysis generell. Bei Crysis, da hast man ja auch einen Anzug, mit dem kann man sich auch tarnen, man kann höher springen, man kann stärker schlagen und alles. Nur da kann man natürlich. Was? Da kann man sich nicht durchballern. Deckung suchen. Nee, also bei den Dingern. Also bei den Typen. Oh. Das kannst du vergessen, Alter. Weiter, wir sind fast da. Ja, wie gesagt, bei Crysis 3, das ist so ähnlich. Das erinnert mich irgendwie gerade. Ganz besonders hier das Delphi. Der Delphi da. Dagegen ist Tarnung nutzlos. Weich dem Strahl aus. Warte, bis die Patrouille durch ist. Auf den Strahl achten. Ich bin hinterm Baumstamm, ne, Kollege, also. Okay, los. Oh. Warte. Jetzt, oder? Okay, jetzt. Na dann. Jupp, der schubst nicht mal. Was ist das?
für ein Piepen. Wir sind durch. Weiter. So, erstmal wieder tarnen. Das war's. Ah, das sind die zwei. Verstanden. Alles klar? Müssen evakuiert werden. Wir mussten einige töten. Wenn sie die Leichen entdecken, ist die Hölle los. Die Mission läuft noch. Ausrüsten. Die Mission lief von Anfang an schief. Wir gehen erst, wenn wir das hier gesehen haben. Ich sehe überhaupt nichts. Noch nicht. Zeig's ihnen. Übertrage mein Signal. Chemische Signatur, Boss. Jede Menge. Sie haben was zu verbergen. Die Initiative ist verloren. Versuchen wir es ein andermal. Es gibt kein andermal. Wenn das schief läuft, liegt es an dir, mein Freund. Es liegt immer an dir. Moment mal, Alter. Ich will auch mal mich abseilen hier. Was soll denn das? Zäher Bastard, das muss man ihm lassen. Ziehen wir es durch. Alter, muss ich Leertaste drücken oder sowas? Was soll das darstellen? Soll das einen Wald darstellen oder was? Sieht ja echt mal potthässlich aus. Holographische Bäume. Ah. Okay, ich wollte gerade sagen. Zwei Wachen bei der Kamera. Hallo? Sagt mir doch, dass ihr getarnt seid, ihr Homos. Mitchell, Ziel wählen. Oh, da ist eine Kamera. Aufwachen, Mitchell. Okay, sicher. Gut. Kamera wurde destroyed. Hier brechen wir durch. Mitchell, bring uns rein. Jo, erstmal tarnen wieder. Getarnt bin ich. Easy. Kingpin, wir haben das Zielgebäude infiltriert und dringen zum Serverraum vor. Verstanden. Empfangen starken ISR-Feed. An den Plan halten. Verstanden. Ich hab jetzt auch, guck mal, wie schnell ich nachlade, ey. Also das mit dem... Über die Treppe. Ich gebe Deckung. Also das mit den Exo-Verbesserungen, das bringt's richtig. Ist echt cool. Soll ich noch... 4 ist Tarnung, N müsste der Stim, das Overdrive sein, MM. Geh vor. Schon gut. Sicher. An die Konsole. Okay, Upload starten. Okay, Jungs, durchsuchen. Laufwerke, Daten, alles Interessante. Ihr kennt das ja. Kingpin, starte jetzt die Analyse. Ablenk folgt. Bereit zum Empfang des Nicht das da, Opa, die beiden da drüben. Bingo, wir haben das Paket. Übertragung. Uplink bestätigt. Okay, abfackeln. Thermit. Hier läuft mehr als nur Biowaffen. Ja, damit kriegen wir eins. Alles klar? Ja. Paket empfangen. Gut gemacht. Weiter mit Sekundärziel. Verstanden. Rücken zur Chemiefabrik vor. Zu mir! Achtung, 2-3. Feindliche Passagiere beim Ziel. Sie haben eben mein Sensornetz aktiviert. Unsere Tarnung ist nutzlos. Okay, Tarnung ist keine Option mehr. Auf Sensoren achten, sie stören unsere Exos. Los! Habe ich nicht einen Schalldämpfer? Das hört sich gerade nämlich alles andere als an, als hätte ich einen Schalldämpfer. Auf jeden Fall schießt die Waffe. Also die schießt auf jeden Fall schon mal recht cool. Die schießt schnell, genau, aber ich meine, bei Call of Duty sind die meisten Waffen eigentlich recht genau und verziehen kaum. Ist halt Call of Duty, ne? Ist halt ein Arcade-Shooter. Oh, ich wollte gerade schießen. Gut. Sensor ist aus!
Mir fehlt leider ein bisschen. Das wäre natürlich gut, wenn man. Oh Gott. Wenn man sich mit E zum Beispiel jetzt rüberlegen könnte. Das wäre ganz cool eigentlich. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt mehr als nur Biochemiewaffen, was wir jetzt sehen werden, was wir da finden werden, weil wenn der jetzt schon sagt, dass wir mehr als nur Chemiewaffen, Biochemiewaffen finden, dann könnte das hier richtig böse werden, ja. Sensor erledigt. Wer ist denn bei mir? Also ich wäre ja für Gideon eigentlich, aber Gideon ist, macht den Solo da auf der anderen Seite. Bruder. Oh, ich merke gerade, ich habe keine Ammo mehr. Was ist das denn für eine Waffe? Wie schießt die denn? Wow. Hammergeil. Die schießt so langsam. Wie sieht es denn hier aus mit der Waffe? Mal wieder. Ne, die ist ja leer. Waffen wechseln. Keine andere Waffe. Ich hab keinen Abzock, Alter. Dann schon wieder ein Dreier. Komisch. Sensor ist tot. Ach so, ja gut. Sensor in der Ecke ausschalten. Hab ich. Sensor aus. Alter, stört mich hier. Sensor ist aus. Sensor erledigt. Oh, sorry. Ich habe dich leider nicht direkt gesehen, dass du das machst. Oh. Okay, das war ich selber. Warte mal, wie sieht's eigentlich mit Granaten aus? Oh. Das ist natürlich ein bisschen schwer jetzt hier. Das ist alles verbindet. Mit den intelligenten Granaten, die fliegen. Da, schönes. Oh, ich glaube, das schießt ganz schnell, das Ding. Wir sind hier. Hallo? Biospark registriert Giftspuren aus diesen Kanister. Mitchell, Ladung platzieren. Riegeln wir hier ab. Alle raus! Kingpin, Material ist gesichert. Bereit zur Evakuierung. Primäre Landezone zu heiß. Zu viele Feinde am Himmel. Landezone 3 Kilometer südöstlich. Ein T-740 im südlichen Hangar identifiziert. Dort steigt ihr ein. Verstanden. Sind unterwegs. Wird ja immer besser. Na dann. Na denn, steigen wir dort mal ein. Sorry, Gideon. Aber du standst einfach gerade im Weg. Ey, jetzt ist doch eigentlich die Frage. Funktioniert jetzt mein Tarnanzug eigentlich noch? Ne? Eigentlich nicht, ne? Also ich bin ja trotzdem immer noch für den Soldatenanzug, weil da kann man so schön springen. Wie sieht das aus? Kann ich mich verarschen? Hallo? Was ist denn für einer, ey? Feind. Nee. Hallo? Jemand hier drin? Hallo? 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 Was? Ich sehe ihn nicht, aber ich schieße einfach mal. Hat er noch geschossen, obwohl er tot war, ey. Der ist okay.
Dann muss ich wohl dann doch auf die härtere Methode umgreifen. Und zwar Sperrfeuer geben. Dann muss ich dem echt eine volle Möhre Sperrfeuer geben. Oh, sorry. Hat er mich verarscht? Was hält mir so aus? Was ist das denn? Hätte ich ja gern genommen, aber. AST! Scheiße! Ich spiele den Köder, aber. Wie hittet man den denn am besten? Wahrscheinlich. Nox, mach die Tür auf!